Ich kann, mir fällt ja schon gar nicht mehr ein, wie dieser Podcast heißt. Out of the Closet. Der Podcast aus meinem Kleiderschrank. Jahre ist es her, gefühlte ja. Jahre. Ja. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie lange wir hier nicht gesessen haben. Und du kannst mal erklären, ich finde das doch eine gute Steilvorlage, warum wir so lange gebraucht haben, um uns hier wieder zu treffen. Ich bin schuld. Ich habe nämlich meinen ARD-Audiothek-Podcast Mutmacherin umsetzen können, produzieren können Anfang des Jahres. Und da habe ich halt das erste halbe Jahr wirklich sehr, sehr viel mit zu tun gehabt. Bin durch Deutschland gereist in den Wochen, in denen ich keine Sendung hatte in Frankfurt, und ich hatte einfach keine Zeit. Ja, aber das ist doch super. Also das ist ja auch alles immer nicht in Stein gemeißelt, und wir haben ja eh immer sozusagen diesen schönen kleinen Vertrag miteinander mündlich geschlossen, dass wir uns immer treffen, nur treffen, wenn wir wirklich auch was zu erzählen haben, wenn wir ein tolles Thema haben, und da ist ja auch kein Druck hin, wir haben keine Sponsoren, sondern wir machen das hier wirklich für euch und weil wir uns mögen und lieben, und das einfach mal ein schöner Austausch ist. Ja, und heute haben wir ein ganz gutes Thema, wobei ich heute Morgen, als ich hier aufwachte, heute in Hamburg, hier hat es heute Morgen in Strömen gegossen. Ja. Das war der erste Herbsttag, kann man so sagen, gefühlte Herbsttag. Ja. Und das Thema, über das wir sprechen wollen, ist auch nicht so ein leichtes. Ja. Und dann habe ich ganz kurz gedacht, okay, wollen wir das wirklich machen? Aber wir machen das jetzt einfach. Ja. Wir wollen darüber sprechen, in unserem Alter, so Anfang, Mitte, Ende 50, da werden die Eltern natürlich auch sehr alt, wenn man das große Glück hat, überhaupt noch Eltern zu haben, die noch leben, denen es gut geht oder dann eben auch oft ja nicht mehr so gut geht. Irgendwann kommt so ein Moment, das ist bei uns allen so, da wird Vater oder Mutter krank oder pflegebedürftig oder einfach nicht mehr so fit, und Sue hat das gerade erlebt. Ja, ich, und zwar out of the blue. Ich habe einen Anruf von einem Freund meines Vaters gekriegt, der gesagt hat, dass mein Vater im Krankenhaus ist und einen Schlaganfall hatte. Und ich fand das auch, ich meine, ich habe immer mit diesem Moment gerechnet, vor allen Dingen, weil mein Vater, ich habe darüber auch mal geschrieben bei uns auf dem Blog, der sich schon auf solche Situationen vorbereitet hat. Der hat schon vor Jahren seine Wohnung rollstuhlgerecht gebaut, ist von oben nach unten gezogen, also hat sich schon so, er lebt alleine, so pflegegerecht eingerichtet. Wie alt ist dein Vater jetzt? Der ist 82 und hatte halt auch mir schon alles gezeigt, neulich mal so, wo alles ist. Wir waren bei seinem Bankberater, bei seinem Anwalt. Ich habe auch eine Patientenverfügung. Also er hat sich da schon viel, viel eher mit auseinandergesetzt als ich. Wie gesagt, natürlich auch im Freundeskreis, wo natürlich viel passiert ist oder passiert gerade, setzt man sich da schon rational damit auseinander. Aber ganz ehrlich, Sue, man setzt sich dann damit auseinander, wenn es passiert, oder? Also es ist wie mit dem Älterwerden auch. Ne? Ja, na klar, wenn man die ersten Anzeichen man weiß, spürt, man weiß, es kommt, aber das bringt ja auch nichts. Also wir leben schön im Hier und Jetzt, oder? Ja. Und versuchen, das ist ja eh schwierig und herausfordernd genug. Und wo kommen wir denn dahin, wenn wir jetzt immer schon gleich auch an den nächsten Step denken und daran denken oder uns aktiv darauf vorbereiten, bin ich überhaupt keine Freundin von. Das passiert halt irgendwann, und es ist immer dann schmerzhaft und immer dann anders und immer dann eine Herausforderung. Ich fand das, als ich diesen Anruf kam, fand ich das auch sehr spannend, was dann mit mir passierte, weil ich war erstmal so geschockt, dass ich wirklich, anders wie jetzt bei Corona, wo ich ja sofort in die Aktion getreten bin und mich das gar nicht so mitgenommen hat. Also bei meinem Vater war genau das Gegenteil. Ich bin erstmal so eine totale Schockstarre gefallen. Also in so eine völlige, ich konnte gar nichts. Ich habe das dann noch in die Familien-App geschrieben, und ich war dann so glücklich, dass die so aktiv waren. Ja, natürlich, Mami, wir fahren morgen hin. Mein Freund hatte auch gleich ein Hotel gebucht. Und das fand ich so schön, diesen familiären Rückhalt oder die Gemeinsamkeit zu haben, die mich dann getragen hat und mir die Entscheidung, weil ich konnte gar nichts mehr entscheiden. Ich war völlig ausgenockt. Diese Nachricht hat mich so überwältigt, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Ich habe nichts mehr zustande gebracht. Dafür ist ja Familie da. Ja. Ne? Und wenn es so gut klappt, ist es natürlich toll. Ja. Und sag mal kurz, wie geht's deinem Vater jetzt?
Also es war dann ausgelöst, weil er zwei Wochen nichts machen konnte, weil das Wetter so schlecht war. Dadurch hat er so einen plötzlichen Schub Diabetes bekommen und die wiederum hat den Schlaganfall ausgelöst. Zum Glück war er gerade beim Hautarzt mit seinem besten Freund, der ihn da hingebracht hat, und die haben dann gleich, Montag hatte er noch mit mir gesprochen, hat gesagt, er fühlt sich nicht so gut, er ist so antriebslos, das kennt er nicht von sich. Und Mittwoch war der schon im Krankenhaus, weil er dann dazwischen auch einen Arzttermin, der hat gesagt, sie gefallen mir gar nicht, und schwuppdiwupp war der im Krankenhaus. Und das war, und wie gesagt, da hatte ich dann natürlich auch, du bist dem ja auch so ausgeliefert, du hast dann ja erstmal so eine Schwester am Telefon, kein Arzt. Also eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester, die dann sagt, ja, sie müssen sich darauf einstellen, dass ihr Vater wird jetzt ein Pflegefall und wollen sie die Kinder wirklich mitbringen, weil sie werden ihren Vater nicht mehr wiedererkennen. Und dann, wie gesagt, das hatte mich dann ja auch in diesen Schockzustand gebracht. Und dann hat sich das zum Glück gut aufgelöst, als wir dann am Wochenende, wir sind dann gleich hingefahren und es war Wochenende, dann war der am zweiten Tag Samstag, wir waren Freitag da, Samstag haben sie ihm schon von den Geräten genommen. Also das hatte sich dann super gut durch Insulinspritzen und dass sie den Zucker relativ schnell in den Griff gekriegt haben, hat sich auch der Schlaganfall sozusagen verflüchtigt. Und er spricht zwar immer noch langsamer, also es war zum Glück schnell erkannt. Das ist ja das Wichtigste beim Schlaganfall, ja, ne? dass er erkannt wird. Dann war er jetzt in der Reha und jetzt sogar, er sollte eigentlich erst Ende nächster Woche entlassen werden. Ich habe ihn gerade jetzt nochmal besucht. Der kommt jetzt heute schon nach Hause. Toll, ne? Toll. Und hat sich was verändert für ihn zu Hause? Das weiß ich noch nicht, aber als ich ihn besucht habe, hat er zum Beispiel gesagt, und das fand ich sehr rührend, das hat mich sehr berührt, dass er gesagt hat, du Sue, ich möchte mich jetzt auch verändern, ich möchte auch nicht mehr, ich bin auch nicht mehr so aggressiv. Oh Gott. Ja, so. Ja. Was hat denn dieses Erlebnis mit dir gemacht? Naja, ich habe mich jetzt wirklich nochmal viel, viel stärker mit dem Älterwerden auseinandergesetzt. Oder das ist ja ein Prozess, das ist ja jetzt nicht, und heute habe ich damit aufgehört. Aber es ist natürlich nochmal diese Vergänglichkeit, dazu kommt der Herbst. Also es ist natürlich so eine, es ist jetzt so eine Melancholie gerade, die ich so spüre. End of Summer plus natürlich dieses Herbstliche zu spüren, auch in der Vergänglichkeit des Lebens. Ne? So, und nicht mehr so einem zu bewusst zu werden. Es gibt ja übrigens, ich höre gerade so einen super spannenden Podcast von David Sinclair, wo man ja auch im Prinzip seine DNA checken kann, ne? Stichwort Biohacking und so weiter und so fort. Ich könnte mir jetzt eigentlich ausrechnen lassen, wenn ich, so wie ich jetzt lebe, weiterlebe, wie alt ich werde. Oh, willst du das machen? Also, du kannst natürlich auch, es gibt verschiedene Modelle. Du kannst auch dir ausrechnen lassen, wenn du dein Leben zum Beispiel umstellst und ein bisschen mehr auf Glucose und all solche Sachen und Nährstoffe achtest, wie alt du dann werden würdest. Und, aber da gibt es doch sowieso keine Garantie für. Nee, kann natürlich dir doch trotzdem nicht. Was passieren. Natürlich, du kannst immer mit einem Bus. Ja, und aber auch dein Körper kann dir doch ein Schnäppchen schlagen. Also ja. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man das jetzt, weiß ich nicht, zu 90%, wahrscheinlich noch nicht mal zu 80% festlegen kann. Angeblich, ich finde das ist alles nur Kohlemacherei. Macht mich total aggro. Es alles nur, geht immer nur in Richtung Selbstoptimierung und ich finde das alles ganz schrecklich. Glaubst du denn, dass das, also meinst du, das ist nachhaltig? Deine Empfindung, wie lange ist der Schlaganfall jetzt her? 3 Wochen, 3, 4 Wochen. Ach so, erst. Wow. Naja, okay, das ist noch ganz frisch. Ist noch ganz frisch. Und also ja, also ich habe mich ja mit meiner lieben Freundin, der großartigen Miriam Jax, für ihren Podcast unterhalten, den Glowcast. Da haben wir über das Älterwerden gesprochen. Miriam ist 15 Jahre jünger, also wird jetzt 40. Und hat eben sehr deutlich gemacht, was ich echt schön fand, dass sie sich so sehr aufs Älterwerden freut. Also sie hat gesagt, sie freut sich wahnsinnig darauf, älter zu werden. Sie fand immer schon reifere Frauen viel interessanter als junge Frauen. Und sie freut sich selber auch sehr auf dieses Stadium in ihrem Leben. Und ich saß da also, das ist ein paar Monate her, als 55-jährige Frau und ich konnte diese Freude nicht teilen. Um es mal ganz platt zu formulieren. Wobei ich sagen muss, und es weiß, glaube ich, auch jeder, der mich kennt, ich weigere mich auch nicht älter zu werden und ich habe auch kein Problem mit dem Älterwerden grundsätzlich. Nur diese Freude
aufs Alter, die kann ich tatsächlich nicht teilen. Und wir haben dann uns, ist auch ein ganz interessanter Podcast, wenn ihr Bock habt, mal reinzuhören, Glowcast von Jack's Beautyline. Wir haben uns dann lange darüber unterhalten, woran das wohl liegt. Also sie hat mich gefragt, also sie freut sich so sehr. Und ich habe gesagt, nö, also ich kann diese Freude irgendwie nicht teilen. Ich freue mich, dass ich gesund bin und ich bin dankbar für mein schönes Leben. Aber ich finde tatsächlich, jetzt werde ich 56 in diesem Jahr, it's not easy. Ja, und zwar nicht aus weil ich bin gesegnet mit meinem Aussehen, dankbar dafür, alles prima, ich habe einen tollen Job, alles fein, ich habe zwei tolle Kinder, tolle Freunde. Das ist es nicht. Aber ich finde, ich empfinde das Älterwerden, die Vergänglichkeit, das wird deutlicher. Also für mich persönlich rückt das mehr in den Fokus. Und da kann ich jetzt natürlich was draus machen. Kann man natürlich jetzt versuchen, daran zu arbeiten. Für mich geht es in erster Linie um Akzeptanz. Aber ich finde das schon sehr herausfordernd. Ja. Ja. Wie geht's dir? Mir geht es, so wie auch mein Naturell ist, facettenreich. Mir geht es... Schön gesagt. Ja, aber es ist auch so. Mir geht es mal... Und das ist auch anstrengend, ne? Weil es ja auch so eine Achterbahn ist, gefühlsmäßig. Und es gibt so Tage... Gerade wenn ich bei Insta meine Captions und wenn ich dann Fehler reinschreibe, weil ich einfach nicht begreifen will, dass ich jetzt einfach eine Brille brauche und die eigentlich immer zur Hand haben will. Ich will die auch nicht so umhängen haben wie meine Mutter. Also da kämpfe ich immer noch gegen an und bin dann auch verzweifelt, wenn ich Nachrichten kriege. Und ich habe mal Germanistik studiert, ja. Aber und das ist mir natürlich super peinlich. Ne? Du redest über die Rechtschreibung. Ich rede über die Rechtschreibung. Vielleicht grundsätzlich hier mal eine große Entschuldigung von Sue an die Community. Sie kann nichts dafür. Sie will einfach ihre Brille nicht aufsetzen. Ja, genau. Ich will einfach meine Brille. Ich kann das, wie du sagst schon, Akzeptanz. Ich muss es eigentlich akzeptieren. Aber wenn es nur das ist, Sue. Ja, wenn es nur das wäre. Es gibt schicke Brillen. Ja, es gibt super schicke Brillen. Aber du hast auch ein Brillengesicht, ich halt nicht. So, und dann, klar, das ist so go with the flow. Manchmal gibt es so, wenn ich in dem richtigen Mindset bin, dann sage ich, oh toll, was ich bis hierher geschafft habe. Und ich möchte auch nicht mehr jung sein und jetzt nochmal durchstarten. Und manchmal verstehe ich auch nicht die neue Generation, die mit ihrer Work-Life-Balance und so, und die sind so anders und ich habe viel mehr gebrannt. Also habe ich natürlich das Gefühl, ich will um Gottes Willen niemandem zu nahe reden, dass es bei den Jungen, bei allen Jüngeren, bei der jüngeren Generation so ist, aber ich denke dann immer so, oh, was die immer alles wollen und brauchen, um zu arbeiten und dass das immer alles so irgendwie stimmen muss und das ist mir so fremd irgendwie. So, ne? Weil erlebst du das dann selber als Arbeitgeberin? Ja, ganz auch schon. Interessante Frage, finde ich. Ja. Super interessante Frage. Doch. Nein, also ich spannend. So ja. Und das nervt dich dann? Naja, was heißt nervt dich? Das ist einfach so, anders. Es ist einfach anders als ich war. Und was einem erstmal fremd ist, ist einem ja so intuitiv auch erstmal suspekt. Und man vergleicht das ja immer mit sich selber. Und das darf man, also sollte man natürlich nicht machen. Aber es ist so, ich denke so, und dann fühlt man sich natürlich auch dann nochmal so alt, ne? Weil man dann plötzlich dann keinen Zugang mehr hat, das zu verstehen. So bestimmte Sachen finde ich ganz toll. Ich habe auch nichts gegen He, She, It, They. Das finde ich toll. Es gibt auch tolle Strömungen, auch in unserer Rechtschreibung. Das Gendern, also bestimmte Sachen finde ich super und gehe ich auch mit d'accord. Und bestimmte Sachen habe ich so meine Probleme einfach mit. Und bei mir persönlich mit dem Älterwerden ist es ganz einfach so, wie gesagt, ich bin froh, dass ich vor allen Dingen diese Phase hinter mir habe, dass meine Kinder in dieser wahnsinnigen, anstrengenden, mich brauchen Phase, dass die raus sind, dass die jetzt eigene Flügel kriegen und ich auch wieder das Gefühl habe, und das genieße ich auch schon sehr, aber ich versuche mich dann halt immer davon frei zu machen, dass das so Zahn der Zeit und das gehört halt zum Älterwerden dazu, aber ich genieße das sehr, dass die so jetzt ihren Weg machen und ich wieder mehr für mich habe. Ja, das ist so, ja auch, ne? Toll. Ja. Also, und wie gesagt, und dann gibt es so Tage, wo ich aus dem Bett und dann spüre ich meinen Rücken und meine Augen und wo ich denke, wo ich auch dann nicht mehr so lange arbeiten oder die Aufmerksamkeit, vor allen Dingen ist es eher so ein bisschen auch der Brain Fog, also körperlich merke ich das noch nicht so stark, weil ich aber auch, wie gesagt, vielleicht auch außergewöhnlich energetisch und Energie habe und viel Sport mache. Aber wie gesagt, ich merke, dass ich Sachen vergesse, dass ich da geistig
nicht mehr so richtig mitkomme oder da dabei. Ich habe Tage, da erinnere ich mich quasi an gar nichts. Ja. Da fällt mir nichts ein. Ja. Und dann immer diese Unterhaltung mit Freundinnen, wenn ich irgendwas, ich habe gerade, was weiß ich, wenn ich erzähle, ich habe gerade eine super Serie gesehen oder ich war im Kino, im tollen Film oder ich war im Theater. Da fallen dir die Schauspieler nichts ein. Ja. Nichts. Und dann sitze ich da und denke, ja, das ist der, der, der hat mit der anderen, weißt du, die. Und dann denkst du doch, das ist doch. Also ich habe mich neulich, mit meiner Freundin, die in unserem Alter ist, entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir wirklich leid. Mir fällt das alles nicht mehr ein. Wir haben uns totgelacht. Ja. Ich finde ja sowieso, Humor ist der beste Weg, damit umzugehen. Total. Aber wenn ich dann manchmal auch im Job, ne, wenn ich dann manchmal mit jüngeren KollegInnen zusammensitze in der Redaktion und ich will irgendwas in der Redaktionskonferenz an Themen vorschlagen und mir fällt der fucking Name nicht mehr ein. Ja. Ich meine, da muss ich schon sagen, da setzt dann sowas wie Age-Shaming ein bei mir. Ja. Dann schäme ich mich und denke ich so, das ist halt auch schon fast 56 Jahre alt, ne? Ja. Da fällt einem nicht mehr alles ein. Also das finde ich schon herausfordernd. Ja, genau. Und das sind dann so Momente, das ist Tagesform. Entweder du gehst damit Humor an, um oder du bist verzweifelt und sagst, das kann doch nicht sein. Das ist doch dein Lieblingsautor. Warum fällt er dir jetzt nicht ein? Ne? Ja. Also es ist... Brich jetzt schon Schweißausbrüche. Ja. Frag mich bloß nicht, was ich gerade für ein Buch gelesen habe. Na gut. Doch. Ja, nee, du hast total recht. Das ist eine ist tagesformabhängig. Es ist ein bisschen tagesformabhängig. Und dann muss man sich halt, wie gesagt, Journaling ist ja wirklich auch eine gute Methode, dass man Das hasse ich, das meine ich. Ja, ich habe das jetzt wieder, ich mache das immer phasenweise. Ich muss immer sagen, ich bin sowieso niemand, der immer irgendwas regelmäßig macht. Das ist vielleicht auch mein Geheimnis. Ich bin halt überhaupt nicht so ritualisiert. Weder beim Essen noch sonst irgendwas. Brauchen ja viele Menschen, ne? Also total. Es gibt da auch so mehr, so zwei Typen, ne? Es gibt die einen, die das brauchen, auch in Bezug auf ihre Kinder und so. Das weiß ich auch immer schon früher, als die Kinder noch klein waren. Und dann gibt es die anderen, die brauchen das nicht so sehr. Ja. Ich brauche es auch nicht so sehr. Aber nochmal zurück zum Älterwerden unserer Eltern auch und wie wir damit umgehen. Wie ist denn das bei deiner Mutter? Ah, meine Mutter ist toll. Ja. Grüße und Liebe geht raus an Mama. Nee, meine Mutter ist toll. Mein Vater ist vor inzwischen auch schon fast 10 Jahren verstorben. Mhm. Sehr, sehr plötzlich, sehr schlimm, sehr schockierend. Und meine Mutter macht das einfach super. Also dafür, dass sie ja fast 50 Jahre mit meinem Vater verheiratet war und die beiden auch wirklich eine symbiotische Beziehung gelebt haben, hat meine Mutter sehr, ganz toll, sehr eindrucksvoll für mich das geschafft, sich ein Single-Leben aufzubauen. Toll. Mit ihren Interessen und ihrem allem, was dazugehört für sie. Gesunde Ernährung, worauf sie immer schon Wert gelegt hat, ja, aktiv zu bleiben, hat ein sehr enges Verhältnis mit Emma. Hallo, Emma. Die beiden sind sehr, sehr nah und sehr schön, wie ich finde. Und wir unternehmen zu viert oft was. Also das ist sehr eindrucksvoll. Toll. Und ich hoffe natürlich, meine Mutter ist ja ähnlich wie deine Mutter auch. Mhm. Ne? Wie alt ist deine Mutter nochmal? 74. Ja, siehst du, meine ist 75. Mhm. Einfach noch jung, ne? Muss man mal sagen. Mhm. Und zum Glück gesund. Ja. Lock on wood hier. Ja, ja. Irgendwo ist Holz. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber das kann natürlich sich von heute auf morgen ändern. Mhm. Aber, und jetzt kommt schließlich der Kreis wieder zu uns, es kann sich bei uns auch von heute auf morgen ändern. Ja. Und ich habe neulich beim Bettenmachen darüber nachgedacht, dass ja irgendwann dann auch mal der Moment kommt, wo Freunde krank werden. Von einem selber, davon will ich jetzt gar nicht sprechen, aber dein Umfeld, dann was ist denn dann eigentlich? Wir sagen immer alle, oder die meisten von uns sagen, wir wollen alt werden, gesund alt werden und wir wollen 90 werden oder noch älter. Und dann denke ich mir immer so, okay, theoretisch finde ich das auch super, wenn man gesund ist, aber vielleicht bist du ja dann ganz allein. Ja. Ich habe neulich so eine krasse Geschichte nur so überflogen. Ich weiß noch nicht mehr, wer das war. Es war beim Durchscrollen bei Instagram. Eine Engländerin. Blöd, dass ich den Namen jetzt nicht weiß. Ich weiß noch nicht mal den Account, auf dem ich das gelesen habe. Aber da hat eine Frau davon gesprochen. Das war, glaube ich, die lebenslang die Zofe von Queen Elizabeth. Mhm. Und das war ja gerade der Todestag von ihr, der erste. Und die hat erzählt, dass sie eben lebenslang die engste Zofe war. Und die hat, ich glaube, 2 oder 3 Söhne verloren. Ja, Wahnsinn. Meine Güte, diese Frau ist fast 90 Jahre alt und die hat ihre 2 oder 3 Kinder verloren. Mhm. Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Nee, möchte ich auch mir nicht vorstellen also, müssen. Also, das sind die Kinder, das ist natürlich nochmal wieder was anderes. Ja. Aber Freunde auch. Ja. Ja. Ja.
Ja, und Freunde, da sagst du was, das ist ein Stichwort, soziale Kontakte. Ich habe nämlich auch gerade einen spannenden Artikel gelesen über einen Altersforscher in der Süddeutschen, der sich, ein Harvard-Professor, der sich Zeit seines Lebens, ich glaube, dass der am längsten mit Glücksforschung auch beschäftigt hat und herausgefunden hat, dass das, was uns wirklich glücklich macht, auch gerade wenn wir älter werden, sind soziale Kontakte. As simple as that. Also wirklich nicht nur zu seiner Familie, sondern auch zu seinem sozialen Umfeld. Und seitdem er das erkannt hat, nach einer groß angelegten Studie natürlich über Jahre, Harvard-Absolventen, aber auch normale Menschen, leider hat er aber auch charmanterweise zugestanden, mehr Männer, also so diese klassischen Male, White, Collar, was auch immer. Aber ja, das ist es. Und seitdem hat er sein Leben auch umgestellt, weil er sagt, natürlich kann er sich, könnte er von morgens bis abends 24/7 arbeiten, weil ihm dieses Thema so leidenschaftlich ist. Aber seitdem er das, seitdem diese Studie ihm das Ergebnis so eklatant vorgehalten wurde, hat er sein Leben umgestellt und schreibt, er zwingt sich wirklich auch soziale Kontakte zu halten. Und da habe ich mich auch so ein bisschen erwischt, weil durch diese viele Rumreiserei und ich bin halt... Aber du hast ja viele soziale Kontakte. Ja, ja, aber es ist manchmal halt auch so... Work-driven. Ja, es ist so work-driven und dann habe ich dann auch so Einbrüche. Durch das Reisen verliert man das natürlich oder ich zwinge mich... Also ich, seitdem ich das gelesen habe, und das ist dann ist ja so ein schöner Impuls, einfach wieder so, da habe ich am Wochenende mal eine alte Freundin aus Berlin angerufen und einfach mal wieder mit einer Stunde mit einfach der gequatscht. Einfach mal Nachrichten schreiben auch. Genau. Ne? Und ja. Es gibt ja auch man hat ja auch herausgefunden, dass schon 10 Minuten Telefonat reicht. Ja. Also du kannst schon, ich glaube 8 Minuten waren es sogar, da gibt es auch so eine Studie dazu. Einfach jemandem sagen, du, ich habe nicht viel Zeit, 8 Minuten, wie geht's dir? Ja. Dieses einfach nur in touch bleiben. Ja. Einfach nur mal wieder die Arme rausstrecken, meinetwegen den digitalen Arm, ja? Ja. Und irgendwie gucken, wie geht's der anderen Person? Genau. Zeigen, hey, pass auf, ich habe an dich gedacht. Ja, und das ist auch das beste Beispiel, jetzt hier wieder mit dem Älterwerden und meiner Sehschwäche. Ich habe dann gestern, nachdem meine Schwester mir geschrieben hat, ey, Sue, das geht gar nicht und deine Story ist, fast jeder Story ist ein Tippfehler und so, dann habe ich einfach die Flucht nach vorne gegeben und habe gesagt, so, ich muss mich bei euch entschuldigen für die vielen Fehler. Es ist nicht so, dass ich das nicht kann oder nicht mehr beherrsche. Es ist einfach der blöden Tatsache geschuldet, dass ich meine Brille nicht dabei habe, wenn ich unterwegs bin und das anscheinend noch nicht so richtig akzeptiert habe, dass meine Augen nicht mehr so scharf sind, wie sie mal waren. Und dann kam so eine Welle der Sympathie und ach, geht uns genauso und lass doch lasern oder ich mach das oder deswegen habe ich jetzt Kontaktlinsen. Und das ist ja das, was immer wieder auch gut ist oder mich tröstet mit dem Alterwerden, dass man nicht alleine ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber das ist ja auch ein Side-Effekt, wenn man seine Freundschaften und Bekanntschaften pflegt. Ne? Das meine ich, das gehört so dazu. Und wenn es nur digital ist, dass man sagt so, oh, den anderen geht es auch so. Und das ist dann schon wieder tröstlich. Ne? Absolut, absolut. In der Gemeinschaft findet man den Trost. Ja. Das ist absolut, das ist wichtig. Ja. Aber es ist auch schon, wie gesagt, auch mit dem Älterwerden der Eltern, und dann nochmal zurückzukommen, das ist schon auch ein Prozess. Und der war für mich auch nicht einfach. Das ist schon so seit Jahren auch so. Mein Vater war halt auch immer so ein bisschen mein Fels in der Brandung und der Starke, ne, weil er auch immer mir so ein sportliches, diszipliniertes Vorbild war. Und ihn dann natürlich so auch so ein bisschen so, er kann nicht mehr und dann isst er dann auch zu viel und er wurde dann immer dicker. Also ich habe ihn da schon, es hat bei mir auch schon Aggressionen ausgelöst. Ne? Also ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so ein anderes Bild von meinem Vater. Ich wollte das nicht in meinem Kopf angleichen und zulassen. Sagen und nicht zulassen. Ja. Das finde ich halt auch interessant, ne? Dass man sagt so, nee, so, vielleicht muss man auch nochmal bei sich selber reflektieren, woher das kommt, ob man halt dann auch immer Kind bleiben möchte. Und ich habe wirklich viele, nein, aber das ist halt auch, es hat mich sehr, sehr, sehr mitgenommen. Einmal bei einem Abendessen mit Bekannten, gar nicht guten Freunden, da war jemand dabei, der hatte gerade wirklich beide Eltern verloren innerhalb von kürzester Zeit. Und das war für mich auch so ein, und das brach bei der plötzlich raus. Und vor allen Dingen diese Erkenntnis, ich bin jetzt alleine auf der Welt. Ne? Also dieses... Ja, oder so, ich bin die Nächste. Ne? Ja. Das ist ja bei vielen dann auch so. Dass und sie das ist was, glaube ich, was wir intellektuell gar nicht oder emotional gar nicht begreifen können. Wie du schon anfänglich gesagt hast. Ich glaube, das kann man erst nachvollziehen und diese Gefühle,
die werden einfach kommen und dann muss man damit umgehen, Freunde sich irgendwo Hilfe suchen oder mit sich selber, da kannst du dich, glaube ich, nicht drauf vorbereiten. Das, nein, was du gesagt da kannst hast, du dich, ne, nicht drauf vorbereiten, gerade bei den Eltern. Also ich glaube, die Eltern sind einfach immer da gewesen. Mhm. Die Eltern sind immer da. Ja. Und wenn die plötzlich nicht mehr da sind, das ist schon hart, glaube ich. Das ist schon hart, egal was man für ein Verhältnis hatte. Aber ich glaube, wenn die Eltern nicht mehr leben, das ist schon erstmal schlimm. Ja. Wie möchtest du denn richtig werden? Ach so. Ja, habe ich aber auch schon. Ich weiß genau, das ist... Zum Beispiel ich habe das neulich geträumt. Ich habe neulich geträumt, dass ich im Sterben liege und auf so einem, es gibt doch jetzt diese neue Bestattungsmethode, wo du komplett zur Erde verfällst, wo du auf so einem Heu- und Torfbett liegst und ich glaube, innerhalb von einer Woche zerfällt der Körper und dann wirst du zur Erde. Das ist aber noch nicht gestattet. Also es ist bei uns in Deutschland noch verboten oder ich glaube, nur in einem Bundesland gestattet. Davon habe ich geträumt. Ich lag da so und man hat mich so mit Erde, das war ein komischer Traum. Aber du wolltest was erzählen, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich weiß auch schon, ich habe einen Wunsch, wie ich, und mein Vater zum Beispiel auch, also das finde ich eigentlich gut, dass ich weiß, wie er beerdigt werden möchte. Er möchte gerne eine Seebestattung haben oder ich möchte zum Beispiel, über die Beerdigung habe ich jetzt noch nicht so genau nachgedacht. Ich wünsche mir nur, dass es bei mir ganz schnell geht. Ich möchte möglichst lange... Das Sterben oder die Beerdigung? Das Sterben. Ich möchte möglichst lange fit bleiben. Ich habe mir auch schon gesagt, so wenn ich Mitte 80 werde, das würde mir auch reichen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie das mich so optimieren, dass ich noch älter werde. Ich habe den Wunsch, noch Großmutter zu werden und für meine Enkelkinder da zu sein. Und dann möchte ich am liebsten irgendwie beim Laufen oder beim Sport oder während ich irgendwas Schönes mache, möchte ich am liebsten so tot umfallen und... kurz und schmerzlos. Und keiner hat schon Stress. Im Schlaf. Also meine größte Angst ist eigentlich, und vielleicht auch natürlich, weil jetzt eine sehr enge Freundin im Altenpflegeheim arbeitet und mit Demenzkranken arbeitet. Ich glaube, das wäre so ein bisschen meine größte Angst, ist anderen zur Last zu fallen oder so auf Pflege angewiesen und so dahin zu siechen und natürlich auch zu vereinsamen, weil keine Freunde mehr da sind oder meine Kinder im Ausland. Ja gut, aber weißt du ja, die studieren ja jetzt schon im Ausland, wer weiß, wo es die hintreibt. Ja, so, ne? Und klar, man möchte ja auch nicht, dass die Kinder dann so Rücksicht nehmen. Das ist ja der Lauf der Dinge. Und wir alle nehmen ja auch Rücksicht. Guck mal, du nimmst auch Rücksicht und kümmerst dich um deinen Vater, warst jetzt ein paar Mal in Wolfsburg, hast das mit schicken Hotelaufenthalten kombinieren. aber bist in deine alte Heimat zurückgekehrt, kümmerst dich um deinen Vater. Das ist der Lauf der Dinge. Und ich kann diese Angst oder diese Vorstellung, die man nicht so schön findet, kann ich natürlich nachvollziehen. Aber wir werden alle immer älter und ich glaube, das ist auch etwas, was durchaus passieren kann. Ja, dann ist das halt so. Ich muss manchmal... Komischerweise ich war im Urlaub in Südfrankreich und auch in Saint-Tropez und da musste ich natürlich an Brigitte Bardot und an Gunther Sachs denken. Na klar. Und Gunther Sachs habe ich mal getroffen, weiß ich nicht, 5 Jahre vor seinem Suizid. Haben wir nicht mal zusammen auch interviewt bei München? Wann sind wir da nicht mal hingefahren? Das kann sein. Warst du da dabei? Ja. Ich weiß, ganz viel, dass er ganz viel hat, er noch über Astrologie ganz viel gesprochen. Genau, da warst du dabei. Ich war dabei. Ist das lustig. Ja. An dieses Gespräch musste ich nämlich da denken, als ich in Saint-Tropez war und dachte, Mensch, Gunther Sachs und so. Ja. Und dann musste ich auch daran denken. Und der hat dich auch die ganze Zeit angeguckt, weil du warst blond. Er hat mich auch eingeladen. Er hatte mich auch eingeladen. Er hat abends ein Abendessen gegeben, da in seiner Garage in der Nähe von München. Ja. Garage, sein Atelier. Er hat ja Fotos gemacht und auch gemalt. Und hatte gesagt, ich soll doch bitte zu diesem Abendessen kommen mit der Münchner Prominenz. Ich wollte aber nur mit meinem damaligen Ehemann kommen. Da hat er mich wieder ausgeladen. Also, so war das damals mit Gunther Sachs. Ja. Aber der hat sich das Leben genommen. Ich glaube, nach seiner Diagnose, dass er Alzheimer hat oder Demenz. Da muss ich öfter dran denken, wie ich das jetzt eigentlich finde. Also ich finde, es ist grundsätzlich völlig in Ordnung, wenn ein Mensch über sein eigenes Leben bestimmen möchte. Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn jemand sagt, ich möchte nicht mehr leben, dann soll er nicht mehr leben. Das ist ist das Recht eines jeden von uns, finde ich, das zu entscheiden. Aber Wahnsinn, aufgrund einer Demenzerkrankung sich das Leben zu nehmen, ist gerade widersprüchlich, was ich sage. Ich weiß, ich merke es. Ich denke gerade darüber nach. Ja, ich finde das total nachvollziehbar. Und das erinnert mich an die Geschichte, die mir meine Freundin Katharina aus Berlin erzählt hat. Die haben einen Nachbarn, der im Rollstuhl sitzt. Und das
sein Zustand verschlimmert sich und der ist noch gar nicht so alt. Da geht es gar nicht um Altern, sondern ich glaube, der hat Multisklerose und das wurde Multiple Sklerose und das wird halt immer, wurde immer dramatischer. Und dann sind die mal hochgegangen und wollten ihn zu irgendeinem Sommerfest einladen und dann hat er gesagt, ja, tut mir leid, nee, da bin ich schon tot. Wow. Meine ich, wie? Meinten sie, wie? Ja, nee, dann und dann, ich mache noch eine Abschiedsparty, dann lade ich euch dazu ein. Aber dann und dann kommt eine Anwältin und ein Pfleger. Also ne, klar, in Deutschland ist es natürlich nicht erlaubt, dass das jemand anderes macht. Aber du kannst dabei sitzen, eine Anwältin, und du kannst dir dann die Spritze selber. Oh, okay. Und der Pfleger und der Arzt oder die Anwältin gucken, dass das halt auch alles mit rechten Dingen zugeht. Das kannst du machen. Und das hat die natürlich auch schwer mitgenommen. So, ne? Ja, das ist natürlich, das ist ein Tabu. Das ist ein Tabu in unserer Gesellschaft. Sterbehilfe ist, unserer Kultur auch. Ja, natürlich. Über den Tod zu reden, über den Verfall. Wir haben neulich eine ganz interessante Diskussion geführt in der Redaktion, beim HR, wo ich ja Maintower moderiere. Und zwar haben wir über das Thema Death, über die Bewegung Death Positivity, Death Positive Bewegung gesprochen. Das ist ein Trend. Ja. Es gibt InfluencerInnen, es gibt Websites, neue Bestattungsunternehmen, die anders mit dem Thema. Hast du ja auch gerade eine vorgestellt in deinem Podcast? Stimmt, ich gesehen. Es gibt eine Mutmacherin, Sabine Eller, die auch ein Bestattungsinstitut in Darmstadt hat. Toll, hat sie das. Fand ich super. Interessante Frau. Ja. Und diese Bewegung existiert. Und grundsätzlich ist das ja auch was Gutes, finde ich. Und wir haben einen Beitrag drüber gemacht, über Hessen und Hessinnen, die da eben versuchen, dem Tod das Tabu zu nehmen. Und dann haben wir das am nächsten Tag diskutiert, diesen Beitrag. Und es kamen wirklich entrüstete Stimmen auch von Kolleginnen, die das ganz anders sehen. Eine Kollegin hat gesagt, sie fand das Stück unmöglich. Sie fand das, aus dem Tod etwas Positives machen zu wollen, könne sie überhaupt nicht nachvollziehen. Das wäre ein so schmerzhaftes Thema und ein so für uns alle existenzielles Thema, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie das nicht versteht, wie man so einen Beitrag über so ein Thema machen kann. Okay. Und sie hält das für aufgeblasen, dieses Thema. Ne? Und ich habe mir so meine Gedanken dazu gemacht. Ich finde das nicht. Ich finde, ein anderer Umgang mit dem Tod würde unserer Gesellschaft gut tun. Ja? Und warum soll es nicht auch Abschiedspartys geben zukünftig? Ja. Ne? Warum muss jeder, da muss das immer alles getragen und alle in Schwarz und in der Kirche und so. Es kann ja auch mal was anderes sein. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich habe mir auch schon jemand, der dann meine Grabrede hält. Das habe ich auch schon alles bestimmt. Oh, tatsächlich? Richtig testamentarisch? Nee, das nicht. Nicht schriftlich. Achso. Aber hast du in deinem Kopf schon? Diejenige weiß schon Bescheid. Ja, da witzeln. Okay. Aber wie gesagt, auch das nehmen wir dann immer mit Humor. Ne? Ich sage, dann hast du schon angefangen. Immer meinte, wenn ich... wenn ich in den Flieger steige, so wenn ich jetzt abstürze, du weißt Bescheid, Steffi, ne? Du musst dann ran. Ja. Hat sich vielleicht schon mal so in der Schublade liegen, ne? Wie das mit den Nachrufen so ist. Ja, also ich finde das durchaus okay, wenn man einfach bei Zeiten sich darüber Gedanken macht. Ja. Ja, es ist wahnsinnig deep jetzt gerade. Können wir jetzt nochmal über was Leichteres sprechen? Naja, aber mich interessiert einfach auch mal, vielleicht sollten wir mal da zu aufrufen. Mich interessiert natürlich brennend, wie ihr da mit dem Thema umgeht, wie ihr, wo ihr vielleicht auch einen Schritt weiter seid, pflegebedürftige Eltern habt, wie ihr euch motiviert, dem Thema zu begegnen, auch mal was Positives vielleicht berichten könnt in dieser Zeit. Und grundsätzlich ist es ja auch so, auch das hat Glücksforscher herausgefunden, dass es natürlich toll ist, oder was ist toll, um Gottes Willen, aber das ist natürlich auch sehr befriedigend ist und auch sehr, wenn man die Dankbarkeit der Eltern plötzlich spürt. Ne? Wenn man plötzlich für jemand anderes wieder da ist. Ne? Ich glaube, wirklich schwierig ist es, wenn man kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat. Ja. Wenn man vielleicht gar kein Verhältnis mehr hat. Ja? Ja. Und dann wird man angerufen und das heißt, du musst dich kümmern. Deine Mutter, dein Vater geht es nicht gut, ist sehr krank. Gibt es ja auch interessante Erfahrungsberichte dazu, tolle Bücher, die es dazu gibt, zu dem Thema, wie man das dann schafft und wie man vielleicht sogar in den letzten Monaten, Wochen, die man mit seinem Elternteil verbringt, dann eine Nähe herstellen kann und wie beglückend das auch sein kann. Ja. Aber das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Ich meine, solange man jemandem nahe ist und den sehr liebt, den dann zu pflegen, ist natürlich wahnsinnig anstrengend und bestimmt auch kein Zuckerschlecken, aber irgendwie dann ja auch der Abschluss eines Lebenskreislaufes, ne? Total.
Und das ist ja, das ist das, was das Leben ja auch ausmacht. Aber du hast total recht, wenn man dann nicht so ein gutes Verhältnis hat. Und es gibt ja, ich kenne auch viele, die, wo man kein gutes Verhältnis zu den Eltern hatten und die plötzlich gestorben sind und man kann das dann nicht mehr aufholen. Mhm. Und auch andersrum, das gibt es ja auch eine interessante Studie, die Leute, die, dem Tode geweiht sind und todesähnliche Erfahrungen schon haben, dass wenn man die befragt, was hättet ihr im Leben, was vermisst ihr oder was hättet ihr mehr gemacht, ne? Das ist die einhellige Antwort, mehr Zeit mit den Liebsten und der Familie zu verbringen und andere Prioritäten. Ich finde, also ich persönlich kann sagen, ich empfinde das als großen Vorteil des Älterwerdens. Also das muss ich sagen, ist jetzt mal was Schönes am Altern, dass man sich ja auch bewusst wird, die Zeit wird nicht mehr. Was will ich mit meiner Zeit machen? Ich will sie mit den Menschen verbringen, die ich lieb habe und die mir wichtig sind. Mhm. Ne? Und ich finde, dann kriegt diese Zeit auch nochmal eine ganz andere Qualität. Ja. Und das ist doch wirklich dann auch etwas, was sinnvoll ist, oder? Ja. Also da, finde ich, ist der Sinn dann da. Und da hat man das Gefühl, okay, das ist das Leben. Wir verlieren halt oft in unserem Alltag, und das ist eben auch in der Lebensmitte ja so, weil gerade dieses Alter, in dem wir uns befinden, gilt ja als eines der unglücklichsten, muss man gerade mal sagen, weil die Eltern eben alt werden und oft sterben, weil die Kinder das Haus verlassen und wir manchmal in unseren Beziehungen stehen und sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Haben wir uns noch was zu sagen? Ja. Das ist so dieses Alter, oder die Gesundheit nicht mehr so geil ist. Mhm. Was macht man jetzt in dieser Zeit? Und ich finde, ganz wichtig ist, oder schön ist es, wenn man zu der Erkenntnis kommt, Moment, das Leben findet nicht da draußen statt, bei mir in diesem Fall vor der Fernsehkamera oder auf Veranstaltungen, auf die ich gehe, oder ob mich jetzt jemand bucht oder die Buchung gecancelt hat, ob ich den Job bekommen habe oder nicht, Ärger, sondern das Leben findet jetzt und hier statt. Und jetzt heute Abend, weil ich mit meiner Tochter zu Hause Gilmore Girls gucke und Abendbrot im Bett esse, oder? Mhm. Das ist doch das, was die kleinen Dinge, die sind die guten Dinge. Ja. Ja, und einfach nur sich zu freuen, wenn die morgens die Sonne scheint und man beschönten schön, oder wenn der Nebel von der Alsterwiese aus, und das zu genießen. Ja, die Schönheit. Es gibt dieses schöne Buch von Gabriele von Arnim, was ich gerade lese. Immerhin ist mir die Autorin eingefallen. Yes. Irgendwas mit Schönheit, könnt ihr googeln. Ist gerade neu. Super Buch. Okay. Ja, cool. Wirklich toll. Ganz sehr philosophisch. Ja, von Arnim, da habe ich auch die Brücke Iris von Arnim, ne? Fashion. Genau. Die hat ja ihren Ehemann gepflegt, als der einen Schlaganfall hatte. Das war ihr großes. Dann habe ich davon schon gehört. Genau, das war ihr großer Durchbruch. Oder nein, ist eine sehr erfolgreiche Autorin. Das kann man auch nicht sagen. Aber dieses Buch hat sehr viel für sehr viel Aufruhr gesorgt. Und jetzt gibt es ein Nachfolgebuch. Da geht es eben um die Schönheit. Und das hat mir an dem ersten Buch schon so gefallen. Ihr philosophischer Ansatz und dass sie in all der schwierigen Zeit, als sie ihren Mann so lange gepflegt hat, der wirklich kaum noch etwas konnte, ein absoluter Pflegefall, immer auch das Schöne gesucht hat. Deshalb ist dieses Buch auch sehr wunderbar. Eine ganz tolle Autorin, kann ich euch nur empfehlen. Und dieses Buch, das nächste Buch dreht sich halt um die Schönheit. Ach toll. Und das ist, kann das nur alles unterschreiben, was da drin steht. Oh, super, das kaufe ich mir sofort. Ja, ist ein schönes Buch. Ich glaube, das war's, oder? Ja, sorry for the deep dive. Ja. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht runtergezogen, aber... Glaube ich nicht. Nein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr unser Gespräch heute fandet. Ja, es würde uns wirklich sehr freuen. Ja, und wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Herbst. Ja. Aber vielleicht. Herbst des Lebens. Oh mein Gott. Ich meine, auch dieses Altweibersommer. Ich meine, ich habe das ja mal gesehen. Das ist ja total sexistisch. Ja. Riesengroße Schweinerei. Vielleicht vergessen wir gleich wieder. Benutzen wir nicht das Wort. Nee. Wir wünschen euch einen schönen Herbst. Wir kommen vielleicht ja auch noch mal wieder dieses Jahr. Das wäre schön. Oder? Ja, das wäre schön. Wir müssen auch mal wieder das nächste Thema versprechen. Wir geht vielleicht auch mal wieder um neue Trends und Mode. Mode. Und Modethema. Ja. Thumbs up, thumbs down. Und das war Out of the Closet. Der Podcast, der Vodcast aus dem Kleiderschrank. Bis bald. Ciao. Tschüss.